Die Heimmannschaft feiert's. Hertha BSC in der Berliner Ostkurve nach einem 2:0 Sieg gegen den SSV Jahn Regensburg. Einem Ergebnis, das aus Jahn-Sicht denkbar bitter nur zustande kam. Ein sehr, sehr engagierter Auftritt der Jahn-Elf, der am Ende nicht belohnt wird, obwohl definitiv was drin war. Eine kleine Unaufmerksamkeit, ein Fehler, eine sehr, sehr zweifelhafte rote Karte, viele, viele Faktoren, die da mit hineingespielt haben. Gulli und ich, Daniel, waren mit dabei beim Turmfunk, haben mitgelitten, Gulli, vor allem in diesen letzten Minuten, so aus der ersten Emotion heraus, dein Fazit zu der Partie? Ich sag halt nur im Endeffekt, wie wir es auch schon angesprochen haben im Turmfunk, ein Punkt wäre definitiv auch für uns heute verdient gewesen, den aus Berlin mitzunehmen. Die Hertha ist natürlich in die Partie als klarer Favorit gegangen, hat ja auch den Aufstieg irgendwo vor Augen, mir als Aufsteiger in Berlin, und es hat er lange nach dem ausgesehen. Und leider haben sie dann ab der 75. Minute dann so ein bisschen die Ereignisse überschlagen. Rollen wir es chronologisch ein wenig auf, denn ganz zu Beginn sah es ja so aus, als könnte es ein relativ bitterer Nachmittag aus Regensburger Sicht werden. Die ersten 5, 6, 7 Minuten, Hertha BSC ganz klar spielbestimmend, mit klarem Plan, mit tollem Tempo aus der Kabine gekommen. Da Lukas Schuler mit der besten Chance, da muss er eigentlich schon das 1:0 machen. Er, der Tabakovic-Ersatz, der ja vor der Partie nach Hoffenheim quasi abgewandert ist. Da war es schon kritisch, aber das war genau der Knackpunkt, in dem der SSV langsam aber sicher sich in diese Partie hineingearbeitet hat. Ja, genau. Du hast es angesprochen. Schuler, der dann wirklich aus kürzester Assistenz voll übers Tor zielt. Dann auch nochmal kurz bevor noch eine Situation, wo dann Bräunig gerade noch den Fuß reinbringt, bevor das da der Herr Tanner so aus 7-8 Metern einschieben kann. Und natürlich auch, wenn es da schon mal klingelt, dann wird's oder kann es ein bitterer Nachmittag werden. Aber so nach den Minuten kamen wir immer besser ins Spiel und haben auch die Hertha immer mehr beschäftigt oder zum Teil sogar, würde ich sagen, leicht verunsichert mit unserem Auftritt. Und die natürlich ja in ihrem eigenen Stadion unter ganz anderen Ansprüchen hier dann auftreten, als ja gerade mal so gegen den Aufsteiger irgendwie ja das Spiel zu machen oder machen zu müssen. Hertha beschäftigt, finde ich, einen sehr, sehr guten Punkt. Denn das häufigste Schauspiel, das wir gesehen haben in Hälfte Nummer 1, war gefühlt der Doppelpass zwischen Marc-Oliver Kempf und Linus Gechter, die beiden Innenverteidiger von Hertha BSC, weil sie ab Minute 10 wenige Anspielstationen hatten. Wenn, da waren es lange Bälle, die aber gut wegverteidigt wurden. Apropos Defensive, die stand sehr, sehr stabil. Louis Bräunig wurde schon erwähnt, Flo Ballas hat einen tollen Job gemacht, Oskar Schönfelder auch. Und Zweikampfmonster Nummer 1, heute Bene Salla, der auf seiner rechten Seite mit Darius Scherhand und dem jungen Ibrahim Maser, über den noch zu sprechen sein wird, wirklich zwei Granaten für Zweitliga-Verhältnisse hatte, aber alle, wie man so schön sagt, abgekocht hat. Ja, definitiv. Also völlig richtig, dass unsere Defensive, aber genauso im Mittelfeld oder der Angriff wirklich immer stark bei der Verteidigung waren. Sogar Kühlwetter, der immer wieder mit ausgeholfen hat. Und auch die Grätschen waren ein paar wirklich gute Sehenswerte dabei, die dann top getimt waren und auch die Hertha dann in unserem oder im letzten Drittel da nicht so aufkommen haben lassen. Und auf Seiten der Jahn-Elf immer mehr Mut auch in die Offensive, gipfeln dann in der besten Chance der ersten Halbzeit aus Jahn-Perspektive von Dominik Kota, der ein typisches Szenario in Hälfte 1 zu nutzen wusste. Hertha BSC im Spielaufbau mit einem ungenauen Pass in den Kota hineinsticht, dann lässt der Gechter noch sehenswert stehen. Dann aus halblinker Position scheitert mit seinem ersten Abschluss, bekommt den Ball nochmal und statt ihn dann ins vermeintlich leere Tor mit dem ersten Kontakt zu boxieren, entscheidet er sich für den Querpass auf den gedeckten Kühlwetter, ja, der da natürlich nicht herankommen kann. Jetzt sei noch dazu gesagt, dass auf jeden Fall die Körperposition in der Quota war, äußerst schwierig war, um das Ganze direkt mit dem ersten Kontakt abzuhandeln. Aber dennoch, das hätte natürlich auch das Spiel nochmal in eine ganz andere Richtung bringen können. Da sind wir beide schon kurz vorm Aufstehen gewesen und so ein bisschen vielleicht gleich zu jubeln zu dürfen, weil noch dazu ja auch der Torwart und der Abwehrspieler, der Berliner, sich da gegenseitig nochmal über den Haufen gelaufen hat. Das hat er aber, glaube ich, in seinem Rücken auch nicht mehr gesehen gehabt und hat dann halt gleich nochmal abgespielt. Aber das wäre es gewesen, auch genau so eine Situation, wo die Berliner sich einmal die Kugel zugeschoben haben und dann ein Fehlpass bei Kühlwetter gelandete und Kühlwetter einfach mal rund um den Mittelkreis den Abschluss suchte und auch knapp am Tor vorbeiging der Ball. Das alles Akzente, die unterstreichen, dass der Jahn, wenn wir die ersten 6, 7 Minuten abziehen,
ein sehr, sehr gutes Spiel machte aus einer kompakten Defensive heraus, da Hertha größtenteils im Griff hatte, offensiv seine Akzente suchte und dieses 0:0 in der Halbzeit, kann ich mich noch erinnern, war unser Fazit, das Spiel läuft aus Jahnsicht, Hertha fällt, stand jetzt zu wenig ein, das sieht gut aus für den Moment und auch wenn wir in Hälfte 2 uns weiter bewegen, auch da sah es sehr, sehr lange sehr, sehr gut aus, da war auch was die offensiven Akzente angeht, der Jahn in der ersten Hälfte der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Ja, wir haben in der Halbzeit auch noch gesagt, wenn wir so rauskommen, so wie wir reingegangen sind in die Halbzeitpause, dann könnte es was werden. Sind da im Endeffekt nicht enttäuscht worden. Hatten auch die ein oder anderen Möglichkeiten auch wieder und dann ja, geht's halt, ging es in Richtung der 75. Minute. An dem wir noch, an der Stelle haben wir noch kurz vorher gesagt, ja, es gibt eventuell heute, halt, dass wir den Punkt mitnehmen oder vielleicht mit ein bisschen Glück auch 3. Ja, und dann natürlich kam die rote Karte gegen Uru Takba. Situation im Mittelfeld, nahe der Mittellinie, Niederlechner, Verseitfallzieher, Grätsche. Uru Takba kommt vielleicht nicht ganz gestreckt, aber annähernd gestreckt dahin. Erwischt ihn da noch nicht, aber in dem Schritt, den er dann macht, steigt er Flo Niederlechner auf die linke Wade, seitlich drauf, mit aufs Schienbein. Stempelt ihn, sieht sehr, sehr ungut aus. Im ersten Eindruck, gut, wir sitzen noch relativ weit weg, naturgemäß im Olympiastadion, sah es nicht so wild aus. In der Zeitlupe siehst du, okay, er trifft ihn natürlich an einer sehr, sehr ungünstigen Stelle und die Schiedsrichter sind auch angehalten, sowas sehr, sehr konsequent zu ahnden. Und vielleicht, ganz vielleicht, gibt es das Regelwerk sogar her, da rot zu zeigen, aber sogar wenn es so ist, ist es eine extremst harte Entscheidung gegen Mansour Uru Takba, der auch erst 8 Minuten auf dem Feld war. Genau, war definitiv ein Schnittpunkt, weil in meiner Reaktion, oder wie du sagst, durch die Entfernung haben wir gedacht, ja, der hat ihn halt jetzt so im Laufen etwas noch blöd am Fuß erwischt, aber dass er da irgendwie mit Absicht getreten haben soll oder dergleichen, war von uns, wir haben auch noch gesagt, fairerweise entschuldigt er sich da, dass er ihm halt da im Lauf eine mitgegeben hat und waren dann ein bisschen ja schockiert, als dann der Schiri Richard Tempel da glatt rot zeigt. Schiedsrichterleistung eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt nahezu tadellos, relativ weite Linie, was ja dem Jahren auch tendenziell immer etwas entgegenkommt, wenn viel laufen gelassen wird. Das hat man auch heute gemerkt, aber diese rote Karte war natürlich ein extremer Bruch, gerade in einer Phase, als alle zu dachten begonnen haben. Ja, okay, Punkt ja, vielleicht 3. Dann kommt das Spiel ein komplett anderes. Joe Ennox reagiert auch dann zeitnah mit einem Defensivwechsel, mit 3 genauer gesagt, und damit einer Fünferkette. Weil klar war, ab jetzt heißt es, irgendwie müssen wir nach Hause kommen mit diesem 0:0. Ja, und das, auch das sah ja lange gut aus. Ja, definitiv. Wir haben es ja angesprochen und haben gesagt, dass der Wechsel oder zu dem Zeitpunkt gut gemacht sind, einfach um die Defensive nochmal zu stärken und da den Punkt irgendwie dann doch noch zu festigen. Aber ja, dann kam es leider doch anders. Lange, lange sah es wirklich gut aus. Genauer gesagt, bis zur 90. Minute, dann hat Hertha mal einen guten Einfall. Davor kamen einfach nur die Flanken. Und die waren bei Bräunig und Ballas aber gut aufgehoben, sodass du nie das Gefühl hattest, dass es jetzt kurz vor knapp oder spitz auf Knopf steht, dass der Gegentreffer fällt. Aber dann kommt halb gewollte Kombination, halb durchgewurschtelt über Ibrahim Maser, dem 18-jährigen Talent, der die letzten Spiele schon bei Hertha extrem auffällig gespielt hat. Unter anderem im Pokal auch das wichtige 2:1 in Rostock erzielt hatte, tankt sich da dann durch auf der halbrechten Position im Strafraum und dann schon fast an der Grundlinie. Ich weiß nicht, ob es ein Abschluss ist oder ob er versucht, Flo Niederlechner da zu bedienen. Auf jeden Fall kommt der Ball in die Mitte und der sehr gute Felix Gebhardt, der kaum Bälle auf sein Tor bekommen hat, das muss man ja auch sagen. Mhm. Hertha zwar mit vielen Ansätzen, auch in Überzahl, aber wirklich Bälle aufs Tor, kann ich mich an 2-3 insgesamt im ganzen Spiel erinnern. Und dann kommt dieser Ball und der springt Gebhardt an die rechte Innenseite und von dort sind quasi per ungewolltem Hackentrick in die eigene Kiste, genau mit Ablauf der 90. Minute. Genau. Also ein noch größeres emotionales Brett kannst du nicht vom Kopf bekommen. War dann eben schwierig zu verkraften, weil wir hatten dann schon so mit einem Auge ein bisschen die Tafel gesucht, wo die Nachspielzeit angezeigt wird. Und weil wir eben dann schon in der 90. drin waren oder schon drüber und auf einmal, ja, wie du sagst, wird dann Gebhardt aus nächster Nähe angeschossen.
Mittlerweile ist es sogar im Kicker als Eigentor gewertet. Ja, ist dann natürlich bitter für ihn dann mit diesen Top-Leistungen bisher. Und dann, ja, kommt mit einer der letzten Angriffe da, wird dann nochmal mit der Hacke verlängert und dann kommt der Abschluss eben und dann kriegt er dann, wie du sagst, dann die, ja, an den Knöchel und schiebt einen per Hackentrick eigentlich ins eigene Tor. Und dann, ja, man muss mal nochmal schauen, dass wir irgendwie noch ausgleichen. Und die Chance war ja da. Es gab nochmal den Freistoß aus zentraler Position. Noah Gannaus auch eingewechselt. Top-Kopfballposition. Aber wie es dann leider oft halt ins Bild passt, ist das eine Bogenlampe, die übers Tor fliegt und statt ein druckvoller Kopfball auf die Kiste von Tiag Ernst, der auch nicht so viele Beschäftigungen hatte. Auch das ist ehrlicherweise anzufügen. Viele Torabschlüsse auf die Kiste haben wir heute beiderseits nicht gesehen. Einer kam dann noch. Und mit Ablauf der Nachspielzeit in der 96. Minute, der eingewechselte Flo Niederlechner schießt nochmal auch halb rechte Position, knapp außerhalb des Strafraums in Richtung Kiste. Und da erwischt der Felix Gebhardt auf dem falschen Fuß. Gebhardt, es sieht so aus, als möchte er fausten und dann rutscht er ihm vorbei über den Körper. Noch mit Hilfe des Innenpfostens blöd in die Kiste. Ja. Am Ende des Tages ist es egal, ob da ein 0-1 oder 0-2 steht. Aber auch das passt irgendwie als Abschluss in diesen bitteren Regensburger Nachmittag. Mhm. Hat sich praktisch dann alles sozusagen, ja, in den letzten Minuten haben sich dann unsere Punkthoffnungen komplett aufgehoben, aber das heißt auf jeden Fall nicht, dass wir jetzt mit der Leistung uns verstecken müssen oder irgendwie mit Bedenken oder Angst in die nächste Partie gehen müssen. Da heißt es einfach wieder Volldampf voraus und dann. Denn auf der Leistung kann man definitiv aufbauen. Dass der Jahn in Berlin kein Offensivfeuerwerk zünden würde als Aufsteiger noch dazu, das war klar. Es war genau die Leistung, die man erwarten durfte. Die wurde stark auch gebracht. Am Ende sind sie leider keine Punkte. Aber es geht bald weiter, wie du sagst. Hulli gegen Fürth am Freitagabend zu Hause. Ein ganz, ganz wichtiges Spiel, bevor dann nach der Länderspielpause auch wieder eine ganz, ganz schwierige Auswärtsfahrt ansteht, nämlich zum HSV ins Volksparkstadion. Auch das nie eine einfache Nummer. Und die Punkte in der zweiten Liga, die musst du da eben verdammt hart erarbeiten. Und das hat auch diese Partie hier heute wieder gezeigt. Ja, so ist es. Wir bleiben bei 3 Punkten stehen, nach 3 Partien. Das hat man gesagt, die beiden Auswärtspartien gingen verloren. Der Heimsieg war gegen Ulm da und ja. Die Hertha feiert dagegen ihren ersten Saisonsieg und entrinnt trotz eines eher schwachen Spiels dem kompletten Fehlstart. Für den Jahn wird es am Freitag wieder wichtig. Auch wir sind dann wieder natürlich mit dabei beim Turmfunk. 18:30 ist Ampfiff im Regensburger Jahnstadion am Freitagabend. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Servus.